Herzlich willkommen, meine Lieben. Möge alles Gute und Liebe. Wir haben lange überlegt, wie wir unser Stück am besten darbieten. Ob als lustige Komödie, vielleicht auch als eine traurige Komödie, ist, denke ich, das Richtige für unsere Zeit. Ich habe sogar unseren Autor gefragt und er meinte, meine Lieben, ich möchte nun mit einem kräftigen Applaus unsere Personen, die in diesem Stück mitwirken, auf die Bühne bitten. Bitte die anmutige und elegante Nigar! Die warmherzige Badge! Die bildhübsche Bedide und ihre Schwestern! Gemeine Aga! Sein Sohn, der junge, naive Narcin! Das stimmt. Sie zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie ohne Punkt und Komma reden. Ja, da hat er recht. Das werden Sie schon bald erleben. Und zu guter Letzt unser Kühlhorn. Oh, das mit ihm, das war vielleicht ein... Das sind Sie. Nochmal einen kräftigen Applaus. Adi, komm! Agaruja, bist du's? Komm her. Wie ist alles konvenabel in unserem Viertel? Hä? Konvenabel! Konvenabel! Gut, ich sag's Ihnen, wenn ich ihn sehe. Nein, Junge, ist alles zufriedenstellend. Das werde ich ihn dann auch fragen. Du bist aber ungebildet, hast du noch keine Schule besucht? Nein, aber ich kenne den Weg. So, sag mal! Mir fällt ein, ich habe dir vor langer Zeit die Schlüssel von meinem Haus gegeben, um es zu vermieten. Hast du immer noch keine Mieter gefunden? Gefunden, ja. Nachricht habe ich für Sie. Ja, was gibt's? Ich habe mögliche Mieter für Ihr Haus gefunden. Schön. Wohlhabende Menschen? Oh, sehr wohlhabende Menschen. Das klingt gut. Was machen die? Fahren für diese. Verzeihen Sie, meine Herr. Ich meine natürlich, Sie ist eine wohlhabende Witwe. Istanbul, oh du liebe Istanbul, du bist mein Alles. Du bist meine Alles. Los, Nigalachmann! Natürlich sind wir es. Wir sind hier. Wo ist Stefan?
gleich. Agave! Agave! Jetzt gib mir doch den Schlüssel! Bitte, Nigarata, enttäusche mich nicht. Ach, keine Sorge, Abdi, ich bin nicht die Alte. Such dir mal Probleme! Einiges zu erzählen haben. Obwohl ich es gar nicht mag, so total. Ja, du hast mich richtig reingelegt. Bald wird das ganze Viertel mitbekommen, was hier passiert. Und ich werde mein Ansehen fischen. Weiß auch nicht. Auf sie! Ja? Auf sie! Ja, bitte. Komm rein, auf sie! Was sollen wir denn da drinnen machen? Wir amüsieren uns etwas. Wir spielen Witz. Blutige Nigar! Ich zünde das Haus nieder! Ich werde sie alle auffressen! Rindige! Was soll sie steinigen? Fünster aller Schöne! Sultane aller Sultane! Ist etwas mit dir? Ich glaube nicht. In wen hast du dich verliebt? Was gibt's denn? Wo bist du denn? Ich hab sie gefunden. Was hast du gefunden? Schönheit, in die ich mich verliebt habe, für die ich mein Leben opfern würde. Tilda? Mein Vater würde sowas niemals erlauben. Wenn du eine Ziege fragst, wieso sie immer wie kleine Oliven scheißt, wird sie dir antworten? Ich denke nicht dabei. Das ist Kunstwerk von meinem Arsch. Das ist bei mir auch. Niemand kann mir vorschreiben, was ich wie tun soll. Und was dein Wachstisch angeht. Abdi! Abdi! Ja, was ist denn jetzt blutig in die Geige zurückgekommen? Ja, ja, sie ist zu Hause. Topf holt an der Tür. Niga! Oh, Herr Lassali, herzlich willkommen. Diesmal bin ich nicht herzlich gekommen, Niga. Haben wir dir etwas Böses angetan? Möchtest du nicht reinkommen? Was ist denn da? Ach, Mädchen, fang Fini vor. Möchtest du nicht mitspielen? Was kostet denn das? Je nachdem, wen du haben willst. Mal schauen. Mach die Tür auf, Nigger! Oh, mein Bruder. Bist du da? Zum Wohle der Herr. So. Hm. Liegt vor uns mal am Meer.
Ich bin ein Mädchen, alle da wie ihr.